Dieser Saturnmond sieht aus wie der Todesstern und nun wurde dort aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch ein unterirdischer Ozean entdeckt. Alles dazu und ob es dort vielleicht Leben gibt, erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt unbedingt dran. Und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn das bringt den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Der Saturnmond Mimas ist eines meiner absoluten Lieblingsobjekte im Sonnensystem, vor allem weil er einfach wirklich aussieht wie der Todesstern. Allerdings kann ich euch gleich beruhigen, die Delle ist keine Öffnung für einen imperialen Laser, sondern ein gigantischer Einschlagskrater mit dem Namen Herschel. Und dieser Krater hat es wirklich in sich. Er ist 130 Kilometer groß und 5 Kilometer tief. Also wenn ihr im Herschelkrater stehen würdet, dann würde sich für euch eine Wand auftürmen, die so groß ist wie der Mont Blanc, der höchste Berg innerhalb der Europäischen Union. Mimas bietet aber noch mehr Besonderheiten. Eine Wärmekarte des Mondes zeigt uns das hier. Ich finde, das sieht irgendwie aus wie Pac-Man, oder? Todesstern, Pac-Man, an popkulturellen Bezügen mangelt es dem Mimas jedenfalls nicht. Aber seine spektakulärste Eigenschaft haben Forscher nun erst in den Daten der Cassini-Sonde entdeckt. Cassini war eine Sonde zur Erforschung des Planeten Saturn und seiner Monde, die 13 Jahre lang den Gasplaneten umrundet hat und schließlich 2017 im Rahmen des sogenannten großen Finale in die Atmosphäre des Saturns abgestürzt ist. Viele der spektakulärsten Aufnahmen des Saturns, wie diese hier, haben wir durch Cassini gewonnen und auch die meisten hochaufgelösten Bilder der Saturnmonde haben wir der Sonde zu verdanken. Hier seht ihr beispielsweise gerade eine fantastische Aufnahme des Mondes Hyperion. Obwohl Cassinis Mission nun schon seit fast 5 Jahren beendet ist, werten die Wissenschaftler immer noch fleißig Daten aus. Und in den Daten zum Mimas fanden sie ungewöhnliche Schwingungen in seiner Rotation. Man bezeichnet das auch als Libration, also eine Art Taumelbewegung. Und diese Art der Libration kennt man eigentlich nur von Saturnmonden, die einen unterirdischen Wasserozean beherbergen, wie beispielsweise der Enceladus. Es deutet also alles darauf hin, dass Mimas nicht nur aussieht wie der Todesstern und Pac-Man, sondern auch noch einen Ozean aus Wasser besitzt. Wahnsinn! Welten mit inneren Ozeanen nennt man Interior Water Ocean Worlds, kurz IWOWs oder EWOWs. Und es ist schon irre, wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele von diesen Wasserwelten wir allein in unserem Sonnensystem jetzt schon entdeckt haben. Europa, Enceladus, Ganymed, vielleicht sogar den Pluto und nun höchstwahrscheinlich auch der kleine Mimas. Allerdings unterscheidet sich Mimas deutlich von den anderen Ozeanmonden. Alyssa Rose Roden vom Southwest Research Institute, der an der Auswertung der Cassini-Daten beteiligt war, sagt dazu, EWOWs wie Enceladus und Europa neigen dazu, zerklüftet zu sein und andere Anzeichen geologischer Aktivität zu zeigen. Wenn Mimas einen Ozean hat, repräsentiert er eine neue Klasse von kleinen getarnten Ozeanwelten mit Oberflächen, die die Existenz des Ozeans nicht verraten. Die starke geologische Aktivität, die für Monde wie Enceladus und Europa typisch ist, fehlt also beim Mimas. Schaut euch mal die Oberfläche des Saturnmonds Enceladus im Vergleich zum Mimas an. Beim Enceladus sehen wir deutliche Strukturen auf der Oberfläche, sogenannte Tigerstreifen, die durch geologische Aktivitäten entstanden sind. Beim Mimas sehen wir nichts. Nur Krater und die entstehen ja nicht durch geologische Aktivität des Monds selbst, sondern durch Einschläge von außerhalb. Da man also anhand der Oberfläche nicht auf geologische Aktivität hätte schließen können, die normalerweise ein Anzeichen für einen unterirdischen Ozean ist, ist Mimas wirklich ein heimlicher EWOW. Die Art und Weise, wie der Ozean wahrscheinlich entstanden ist, ähnelt aber den anderen Monden. Die Ursache ist der Saturn selbst, oder besser gesagt, seine immense Schwerkraft. Mimas befindet sich nahe genug dran am Schwergewicht Saturn, um von der starken Gravitation des Planeten geformt zu werden. Saturns Schwerkraft und die Drehbewegung des Mimas quetschen den kleinen Mond in eine ellipsenmäßige Form. Und die Gezeitenkräfte bewirken eine Erwärmung, die stark genug ist, um das Innere des Mimas zu verflüssigen, aber nicht so stark, dass die eisige Oberfläche des Mimas schmelzen würde.
Also so ein bisschen so, als hättet ihr einen leckeren Schoko-Brownie, der perfekt in der Mitte geschmolzen ist, aber außenrum noch fest ist. Man nennt das auch Gezeitenerhitzung. Und die Forscher haben anhand der Cassini-Daten ausgerechnet, welche Ausmaße der Mimas-Ozean haben müsste. Sie kamen zu dem Schluss, dass der innere Ozean vom Mimas von einer 24 bis 32 Kilometer dicken Eishülle bedeckt ist. Zum Vergleich, die Eishülle von Europa ist wahrscheinlich 10 bis 30 Kilometer dick, die vom Enceladus 30 bis 40 Kilometer, also eigentlich ziemlich ähnlich. Und die Entdeckung ist total spektakulär, denn dass so winzige Himmelskörper wie der Mimas Ozeane haben könnten, das hätte man vorher nicht gedacht. Die Oberfläche von Mimas entspricht nur etwa der Größe von Spanien. Wenn eine so kleine Welt einen unterirdischen Ozean beherbergen kann, dann ist die Liste mit potenziellen EVOFs im Sonnensystem unendlich. Und das bedeutet auch, dass die Liste mit potenziellen Orten für außerirdisches Leben unendlich ist. Denn wo Wasser und Wärme existiert, könnte es auch Leben geben, soweit wir wissen. Die Forscher glauben, dass der Mimas einen felsigen Kern haben könnte und genau an der Grenzfläche zwischen dem Gezeitenerhitzungsozean und dem Gestein des Kerns könnte es Wechselwirkungen geben, die Leben ermöglichen. Aber das ist natürlich alles nur reine Hypothese. Um das genau zu erfahren, müsste man Missionen starten, um die EVOFs viel detaillierter zu untersuchen. Dabei ist es aber gar nicht nötig, jeden einzelnen Mond genauestens zu analysieren, da die Bedingungen und die physikalischen Effekte auf all diesen Monden vermutlich ziemlich ähnlich ablaufen. Wenn wir also einen Eismond mal ganz genau analysieren könnten, dann wüssten wir mehr über alle EVOFs und genau das ist geplant im Rahmen der NASA-Mission Europa Clipper, die im Jahre 2024 starten soll. 7 Jahre später, also 2031, kommt sie dann beim Jupiter an und wird intensiv den Mond Europa untersuchen, vielleicht der wahrscheinlichste Kandidat für außerirdisches Leben im Sonnensystem. Der NASA-Forscher Kurt Niebuhr sagt, das ist ein riesiger Schritt in unserer Suche nach Oasen, die Leben unterstützen könnten in unserem eigenen stellaren Hinterhof. Wir sind zuversichtlich, dass dieses vielseitige Set an wissenschaftlichen Instrumenten zu aufregenden Entdeckungen führen wird. Eins der Instrumente vom Europa-Clipper ist der Ice Penetrating Radar, mit dem wir so genaue Informationen über die subglaziale Wasserwelt von Europa erhalten werden wie noch nie zuvor. Und wenn sich dann herausstellen sollte, dass es zum Beispiel genau an der Grenze zwischen Kerngestein und Wasserozean vielversprechende Orte für Leben gibt, dann spräche viel dafür, dass alle EVOFs, auch Mimas, Leben beherbergen könnten. Und das wäre vermutlich die sensationellste Entdeckung in der Menschheitsgeschichte. Dicht gefolgt von der Erfindung der Pizza mit Käserand. Lecker. Missionen zum Saturn und seinen Monden sind tatsächlich kaum geplant in der nahen Zukunft. Also der Fokus liegt ganz klar auf dem Jupiter, muss man sagen. Eine Ausnahme ist die Mission Dragonfly der NASA, die 2027 starten soll und sich dem Saturnmond Titan widmen wird. Auch ein sehr vielversprechender Ort für außerirdisches Leben. Bis sich eine Raumsonde oder sogar ein Landegerät dem Todessternmond Mimas mal genauer anguckt, wird also leider, wenn überhaupt, sehr viel Zeit vergehen. Auch auf den Monden des Jupiters entdeckt man so einiges, zum Beispiel außerirdische Geistergeräusche auf dem Ganymed. Was könnte das sein? Im angezeigten Video könnt ihr euch die kuriosen Geräusche anhören und erfahrt, was ihr Ursprung ist. Sehr spannend, klickt es unbedingt mal an und klickt auch außerdem gerne auch mal auf den Shop-Button. In meinem Weltraumshop gibt es Plüschplaneten, echte Meteoriten und meine Weltraumbücher mit persönlicher Widmung. Mit dem Link hier gibt es Rabatt auf alles. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!